Wir wollen unser Pferd schick machen. Wir wollen es auch gegen Fliegen, Ungeziefer schützen. Also haben wir die Sprayflasche. Und die Sprayflasche ist für viele Pferde im Gebrauch am Pferd häufig ein Irritationsfaktor bis hin zu einem Schreckfaktor. Und deswegen ist das Vertrautmachen mit diesen ganz besonderen Situationen, die aus der Sprühtätigkeit hervorgehen, wichtig. Ich habe hier eine Sprühflasche nur mit Wasser gefüllt, damit ich nicht teures und auch riechendes und wirkendes Material versprühen muss, einfach nur Wasser. Da kann ich beliebig viel und beliebig lange mit sprühen. Das ist mir sehr wichtig, denn das gehört zum Programm dazu. Wir vergessen nicht, das Nachgeben im richtigen Moment, der Release, das Timing für das Release ist sehr wichtig. Und beim Sprühen beginne ich aber nicht, indem ich gleich das Pferd frontal angehe, sondern ich beginne, indem ich mich dem Pferd abwende und die Sprühtätigkeit vom Pferd weg in eine andere Richtung mache, sodass er sich A, an das Geräusch schon mal gewöhnen kann und an diesen entstehenden Nebel, in diesem Fall Wassernebel. Und wir sehen, das allein ist schon Grund genug bei ihm, die Lämpchen angehen zu lassen, die Alarmlämpchen. Und insofern ist es wichtig, dass wir zunächst das immer wieder wiederholen. Und auch hier gilt, so lange sprühen. Deswegen ist es wichtig, dass wir genug Wasser haben, bis Interesse da ist und die Spannung sich ein bisschen abbaut. Hier haben wir ein Pferd, das sich spannt und Skepsis zeigt. Wenn ich jetzt, er geht nach hinten weg, aufhöre, habe ich wieder schlechtes Timing praktiziert. Denn das Ausweichen war nicht spektakulär. Das Spannung aufbauen, Abwehrbereitschaft, Interesse, Abwehrbereitschaft entwickeln, war nicht sehr ausgeprägt, aber es war da. Und aus so einer dezent sich entwickelnden Situation kann sehr schnell eine Überreaktion entstehen. So, also werde ich jetzt darauf achten, dass ich auch hier zum Objekt hin das Interesse wecke und ihn brav ein Schrittchen zum Objekt hin tun lasse, ihn sich vertraut machen lasse mit dieser Sprühflasche, mit dem Geruch oder mit dem Inhalt. Und dann wollen wir zum ersten Mal das Pferd selbst mit dieser Sprühflasche und dem Sprühstrahl, der allerdings kein Strahl ist, sondern Sprühnebel sein sollte, kontaktieren. Ich stelle mich zum Pferd hinauf, bin kurz genug am Halfter, um entsprechend kontrollieren zu können. Wir sind ja an der Bande. Und ich würde jetzt vom Pferd weg beginnen und schauen, hier ist ein bisschen Wind dabei, dass der Sprühnebel langsam, aber regelmäßig bis zum Entspannen, Release, an den Pferdekörper herankommt, im Bereich der Schulter. Von hier, wenn wir das einige Male wiederholt haben, von der linken und rechten Seite, gehe ich dann Richtung Kruppe. An der Seite, noch nicht über den Rücken, bis zur Kruppe, sollte das Pferd vorwärts gehen dabei und nicht stehen bleiben, dann würde ich es ganz kurz stoppen, wieder an den Standort zurückgehen lassen, weiter sprühen und dann Release anbieten. Sobald ein Pferd sich ausweichend verhält, müssen wir am Anfang mitgehen, es wieder zum Stillstand bringen, die Bande hilft uns, und dann das Release anbieten. Natürlich kann ich dem Pferd helfen, indem ich den Sprühstrahl minimiere. Das heißt also nicht mehr so prominent und hochfrequent sprühe, sondern es langsamer mache. Aber wichtig ist, der Reiz sollte erst ausgesetzt werden, wenn das Pferd wieder zur Ruhe kommt und Akzeptanz im Ansatz zeigt. Haben wir die Pferdeseite, dann gehen wir mal an den Beinen herunter. Und auch hier ist wichtig, weitermachen mit unserem Sprühen, bis das Pferd das Bein stehen lässt. Hier hat er entlastet. Und hier würde ich dann, wenn ich es ganz genau machen will, wieder die Last aufs Bein bringen und nicht ihn in einer Ich-bin-gleich-weg-Haltung stehen lassen. Das Gleiche gilt fürs Hinterbein.
Wenn er entlastet, ist gut. Wenn er es vornimmt, auch gut. Aber dann wollen wir, dass er es wieder belastet. Und oh, jetzt hat er sich im Sprunggelenk gerade gemacht. Ich hatte hier mein Leitseil ein bisschen locker durchhängen. Im Zweifel muss man sich hier für Sicherheit entscheiden. Ich war sicher, er geht mir nicht nach vorne weg und tritt ins Leitseil rein. In einer solchen Situation, das kann passieren, ist es durchaus in Ordnung, dass wir dann eben einmal aussetzen mit dem Sprühen oder mit dem Reiz vermitteln. Auch in anderen Situationen ähnlich und die Sicherheit wiederherstellen am Leitseil, um dann weiterzumachen. So, jetzt fehlt uns noch Hals und Kopf. Da fasse ich von unten ins Halfter rein, niemals von oben. Wenn das Pferd steigt, zieht es praktisch das Halfter an den Körper heran. Ich habe die Finger dazwischen und im schlimmsten Fall ist der Finger gebrochen. Wenn wir ins Halfter fassen, immer nur von unten rein. Ich kann das Pferd stabilisieren, beginne wieder hier und arbeite mich jetzt langsam mit dem Sprühstrahl ganz dezent da oben zum Genick vor. Da sind die Pferde sehr pingelig. Auch hier warten wir auf den Release. Da, brav. Wunderbar. Wenn wir so vorgehen und das Ganze wieder über einige Tage, vielleicht ein, zwei Wochen mit einbauen, zwischendurch, dann haben wir in sehr kurzer Zeit ein Pferd, das wir überall jederzeit mit allem besprühen können. Und der positive Effekt ist, wenn der Tierarzt kommt und muss intramuskulär oder intravenös eine Injektion geben, wenn der Therapeut kommt oder der Osteopathin und muss am Pferd Akupunkturnadeln setzen oder Ähnliches, das Pferd hat gelernt, ruhig zu stehen, gelassen zu bleiben und bestimmte Handreichungen, neue Reize und Ungewohntes einfach an sich heranzulassen.